Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, wir schauen uns an die Energien des bevorstehenden Neumondes. Und ich guck mal zu Anfangs mit den Intuitionskarten von Martin Zoller, was wir hier mitkriegen an Infos für das Kollektiv. Ein Neubeginn steht zu Neumond an. Ist ja schon mal wunderbar. Neue Türen öffnen sich. Wir treten vom Dunkeln ins Licht. Ein Neubeginn zu Neumond. Es kann ja sein, dass sich irgendwelche Konflikte zeigen. Und schon wieder das Schicksal. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie die Kartenzieherin der Schicksalskarten. Hier haben wir noch das Thema Harmonie. Hier liegt es eigentlich so, dass wir hier etwas neu beginnen wollen und uns das Schicksal eben Dinge in den Weg stellt, denen wir uns stellen dürfen und wo wir auch offen sein dürfen dafür, dass der Ausgang hier harmonisch endet. Hier zeigt sich irgendetwas, was nicht im Gleichgewicht ist, was eine andere Stabilität braucht und ihr wisst, wenn das Schicksal kommt, dann haben wir hier nicht so sehr viel Kontrolle drüber. Und trotz allem haben wir hier unten die Harmonie. Etwas wird sich so gestalten, dass wir in Frieden damit sein können. Ich lege die Karten mal weg, weil ich den Platz brauche. Schauen wir ein bisschen weiter. Guckt mal, hier legen sich die Lilien gleich in die Mitte. Die Lilien sind oder ist die Karte der Harmonie. Manchmal hat man da auch ungelöste Kämpfe oder Konflikte. Natürlich geht es bei den Lilien auch um Familienthemen. Und wir haben hier den Brief noch mit dabei. Also es kann ja sein, dass wir einen Konflikt lösen, verbal. Dass wir eine Nachricht kriegen, die Harmonie bringt, oder aber, dass wir viel kommunizieren müssen, um hier etwas in den Frieden zu bringen. Können natürlich auch Nachrichten sein, die uns Umwege mitbringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir sehr beschäftigt sind mit Denken. Hier fällt natürlich auch das Stichwort arbeite an deinen Gedanken oder an deinem Konstrukt, was du über etwas denkst. Natürlich können hier auch Neubeginne oder Kämpfe auf der Arbeit angezeigt sein. Etwas, was viel Energie kostet, wo man viel dafür tun muss. Ja, hier unten haben wir sie, die Schlange. Die Schlange zeigt eine verstrickte Situation an, eine ungesunde Situation. Möglicherweise kommt man nicht so gerade auf den Weg, aber hier, die Dosis macht das Gift, ne? Hier ist so ein genesender Faktor auch im Unterbewusstsein. Hier erarbeitet man sich sozusagen einen Weg, der durch die Umwege oder die Verstrickung hier führt. In ein harmonischeres Gefilde. Die Finanzen spielen hier eine Rolle und auch die Emotionen, die man mit etwas hat. Hier kann auch gut sein, dass man für seine Tätigkeit sehr viel tun muss, um ein Geld zu kriegen, das einem eigentlich nicht reicht. Ja? Können ja auch die Finanzen der Vergangenheit mit betreffen, dass irgendwas sich mit Konflikten gezeigt hat, dass man jetzt hier ausbalanciert. Natürlich geht es hier auch um all die Themen, die wir uns erarbeiten. Fahr
fallen gleich sehr viele Themen, wo die Konflikte herkommen können. Ne? Verstrickungen im finanziellen, im beruflichen Bereich und in der Liebe. Zugleich gute genesende Energie, die eben, wenn wir das umhaben, Dinge wieder zurechtrückt, ne? Sodass wir in der Liebe sind mit allem, das uns umgibt. Wir erschaffen ja unser Umfeld auch selbst, das macht ja keiner für uns. Aber wenn das außen kommt, bringt es eben manchmal Umstände mit, die uns auf einen anderen Weg bringen sollen, die uns klären sollen. Hier geht der Nebel erst noch weg. Ja. Wir schaffen das relativ kurzfristig. Also das ist eine Situation, die in Kürze sehr klärend wirkt. Es kann ein Gespräch sein, ein Wort, ein Tipp, ein Richtungsweiser. Und hier haben wir wieder das Außen. Das Außen liegt sogar noch im Hause des Außens drin. Das Umfeld wirkt sehr stark auf uns. Das ist auch da, wo die Intuitionskarten gesagt haben, hier stellt sich uns vielleicht etwas in den Weg. Meistens passiert es ja, damit wir unsere Dinge überdenken können oder auch Bilanz ziehen. Wie geht man mit Hindernissen um? Was ist erste Priorität? Wo auf unserer Lebensreise braucht etwas langfristig ein besseres Ziel? Oder wo haben wir auch das Gefühl, wenn wir so weitermachen, kommen wir nicht in diesen Hafen, in den wir wollen? Also Richtungswechsel von außen. Und der Bär bietet uns hier die stabile Grundlage für alles. Ne? Unten haben wir noch die Wege und den Neubeginn schon wieder. Die Wege, der Neubeginn, ja, das freudige Starten mit etwas, die Entscheidungen, die auf uns zukommen, die Möglichkeiten, die wir nutzen können. Was hier sehr auffällig ist, dass wir, ich glaube, dass ich diesen giftigen Stachel, der hier bohrt, erkannt habe. Es geht darum, dass man seine eigenen Grundlagen schafft, dass man sich nicht vom Weg abbringen lässt. Wir haben Familie, Geld, Entscheidungen, Arbeit, wir haben die Liebe, ja, unsere eigene Lebensreise und die Kommunikation, die Frieden mitbringt. Ne? Wenn man hier irgendwo kämpft, dann ist es hier Zeit, dass man die Größe oder dieses Fundament, das man im Leben erschaffen möchte, möglichst mit viel Leidenschaft auch macht. Ne? Dass man seine Herzensangelegenheit als Priorität sieht, um für sich weiterzukommen. Möglicherweise zeigen sich hier Impulsgeber oder Menschen, die uns hier irgendetwas mitgeben. Es kann über die Kommunikation sein, das uns sehr beflügelt irgendwie auch oder zur Klarheit dient, zur eigenen. Das kann hier sogar jemand sein, der wird als Seelengefährte angezeigt und übers Außen kommen. Das kann auch nur ein kurzer Impuls sein, der uns wieder hier aufstehen lässt und die Stärke irgendwie leben lässt, die wir brauchen, um unser eigenes Fundament, unseren Herzgarten so zu bepflanzen, dass wir in Leidenschaft und Liebe auch leben können und eben nicht diesen Kampf haben. Für einige, ich versuche mal noch ein paar Szenarien zu finden, kann hier eine Situation, die im Liebesbereich ist, geklärt werden, wo man schon viel daran gearbeitet hat. Eine Situation, wo man Verstrickungen in der Liebe verspürt oder auch bei der Partnerwahl irgendwie merkt, man kommt nicht so richtig an.
Man hat vielleicht Vaterthemen oder Doppelungen hier in dem, was einem für Partner begegnen. Und hier kann man tatsächlich das, was man immer mit Kampf betitelt, auch loslassen, ne? Es geht darum, so ein gesundes Fundament zu haben in allen Stabilitätsthemen und allem, was man immer ständig erarbeiten muss. Guckt man hier auch auf den Punkt, wo man sagt, okay, ich habe hier so mein Fundament und was kommt noch? Wo gehe ich mehr zu meinem Herzen hin und wo gehe ich weiter weg? Wo habe ich gar nicht diese Leidenschaft zum Leben, die ich eigentlich bräuchte? Wo brauche ich einen anderen Weg? Wo rede ich vielleicht auch gegen Wände oder das, was ich sage, wird nicht gehört? Meine eigene Weisheit wird nicht wahrgenommen? Die beiden Karten hier, ne? Hier kommt die Sonne hinter dem dunklen Horizont und hier auch. Und die Nacht wandelt sich zum Tag oder auch andersrum. Und es geht so ein bisschen um das Mysterium auch, das man um sich rum hat. Und hier braucht man nichts bedauern, ne? Die Vergangenheit ist um. Hier sind viele Erinnerungen, viele Erfahrungen, die uns auch haben in so einer Kampfposition verharren lassen. Und es geht wirklich darum, Vergangenes wegzulassen, Konflikte aus der Vergangenheit wegzulassen, um auf einen besseren Weg zu kommen, wo man eben nicht mehr alles an der Vergangenheit misst. Und da geht es tatsächlich um wiederkehrende Herausforderungen. Das heißt, das, was hier liegt, das kennt man schon. Und man hat es schon 1000 Mal erlebt. Und man fällt immer wieder in das Muster rein, wo man das wiederholt. Das, anstatt das mal anzugehen und etwas Neues auszuprobieren, im Hier und Jetzt die Lösung zu sehen, mit allen Sinnen und ganz bewusst auch die Gegenwart wahrnehmen, dann wird die Zukunft, die wir haben, auch viel besser sein als die, die wir hatten. Ne? Wenn wir viel mehr respektieren, dass das Hier und Jetzt in Liebe und schön sein soll, geht nicht immer. Klar haben wir immer Punkte, an denen wir auch Mensch sind. Aber das ist hier die Botschaft. Lasse etwas los, fange etwas Neues an. Ja, und es ist hier eine wunderbare Zeit der Reflexion. Wir haben den Maikäfer dabei. Hier geht es auch, dass wir uns nicht so von den Emotionen irre leiten lassen, dass wir wachsam sind, angemessen reagieren. Wenn wir natürlich schon den Konflikt mitgeliefert kriegen, den schicksalshaften, ne, dann ist es oft nicht so leicht, angemessen zu reagieren, weil da viele Emotionen mitschwingen. Und die Karte sagt einfach auch, und das ist im Prinzip eine Lebensregel. Wir sind unser eigenes Glückesschmied. Wir entscheiden uns für das, was wir leben und wie. Möglicherweise sind irgendwo ungezügelte Emotionen, ne, die sich so immer wieder zeigen oder einen auch nicht richtig nach vorne bringen. Man hat Wut oder man lässt sich auf über irgendein Thema und hat danach mehr Konflikte als eigentlich Klarheit. Es sind ja auch die Triggerpunkte, die angesprochen werden. Ne? Hier sind die Elternthemen dabei. Vielleicht hatte der eine oder andere mal in einer Beziehung einen Konkurrenten oder jemand, an dem man noch hing und den anderen schon mit ins Boot genommen hat. Die Konflikte sind halt unterschiedlich. Und es geht darum, sich nicht selbst im Weg zu stehen, sondern das als Erinnerung, also diese Konflikte, die man mitgebracht hat, die kann man hier als Erinnerung stehen lassen. Und dieser Neumond bringt uns eine gute Gelegenheit, alte Wunden gehen zu lassen und einen neuen Zugang auch zu unserem Umfeld zu finden, sich im Hier und Jetzt zu öffnen,
damit auch Liebe in das Leben kommt und Leidenschaft und nicht nur so dieses Abarbeiten von irgendwelchen Themen. Wir nehmen mal die Sorcerer's Secrets noch mit. Da sind auch ein paar unangenehme dabei. Das finde ich immer gut. Kann nicht alles immer nur schön sein. Schauen wir. Ja, da kommt da schon der falsche Kürbis, der faule Kürbis. Ein Thema könnte hier sein, dass man Zeit für falsche Menschen verschwendet, ne? Dass man sich hier verausgabt an irgendwelchen Leuten, die eigentlich mehr Schein als Sein sind, die vom Charakter her vielleicht auch giftig oder verdorben sind. Heute sagen ja alle toxisch. Möglicherweise geht es auch darum, dass man Konflikte hat, weil etwas nicht ehrlich ist. Dass man irgendwo ein Doppelleben führt. Oder dass man in irgendeine Situation tapsen kann oder getapst ist, die sich jetzt hier noch so als faulig darstellt. Und unten haben wir noch den sturen Esel. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen, ne? Ja, hat man sich irgendwo gehen lassen, man hat etwas so toleriert, wie es ist. Hier darf man auch mal durch einen Konflikt klären, also nicht alles über sich ergehen lassen. Man ist ja vielleicht so, dass man sagt, es kann alles sein, ich lasse alles zu, weil ich irgendwie auch jetzt nichts Neues anfangen möchte. Aber hier kann man das durchaus auch mal mit sich selber ausdiskutieren, ob man diese giftige Situation nährt oder ob man sagt so, ich gebe nicht auf, ich stelle mich nicht stur, ich gucke jetzt, dass ich die Dinge durchsetze und dass ich eben nicht genügsam bin und das alles so hinnehme. Es ist eine Zeit der Reflexion. Ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Neumondzeit. Ich drücke euch und bis bald.